silenzi sono tornato qua per intonare in diretta la mia vita mai perfetta di note stonate, invecchiato un po', ancora sono in bilico. Klar, ein neues Album fertig. Bin noch ein bisschen blass um die Nase, aber schönes Gefühl. Mi riconosco pertanto. Schönes Gefühl nach einem Jahr ungefähr, Pi mal Daumen, hier gelebt quasi. Hier gegessen, hier geschlafen zum Teil auch. Ich meine, ich war mit SPL hier im Studio nicht geschlafen, aber unter einer Decke quasi. Io ritorno ieri, un ricordo mani. Und jetzt so eine gewisse Freiheit und so eine gewisse Distanz zu der fertigen CD, meinem dritten Album Berlino. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Produktion. Ich habe das Ding selber produziert, habe mir sozusagen diese Verantwortung aufgeheimst. War natürlich nicht einfach, war aber ein großes Wagnis. Und jetzt dann, kann ich jetzt sagen, ist mit Abstand, auch wenn ich die Platte jetzt nach ein paar Wochen anhöre, ist, dass es so geworden ist, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Und das ist jetzt unabhängig von dem, was mit der Platte passiert, ist das auf jeden Fall für mich erstmal ein kleines Erfolgserlebnis. Und ich freue mich auf all das, was jetzt halt in Zukunft kommt. Farmi una guerra, preferisco replicare con armi di pace sempre. Mi batte il cuore più forte. Also ich liebe es, wenn es Rhodes ein bisschen abgefuckt sich anhört. Klar, Rhodes hat ja einen eigenen Charakter. Ich habe mal auch ein sehr schönes Rhodes, wie ich finde, hier. Und da reiße ich dann gerne, irgendwie überreiße ich so ein bisschen das Signal, dass man das eben von dem Mark I, was ich persönlich präferiere vom Sound her, zu dem Rhodes Mark II, ja. Das ist einfach, dieses Ruffe rauskitzelt und dieses Grezzo, würde man auf Italienisch sagen. Das liebe ich, also diese Combo war irgendwie cool. Also Gainstation mit meinem Rhodes ist oft zu hören auf der neuen Platte. Da fragt sich aber, sind die Geräte von SPL, haben die ein Geschlecht? Also sind die männlich oder weiblich oder sind die neutral? Also der Pass-EQ, wie Passaro, Passaro-EQ, ja. Der Passaro-EQ, der sieht so sehr weiblich aus, finde ich. Ja, der hat auch so schöne, ihr versteht vielleicht, was ich meine. Also der sieht schon sehr weiblich aus von seiner Form her. Also wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen Transient-Designer nehme, der ist ja sehr, also vom Look so spartanisch gehalten, eine Höheneinheit und so, also der kommt schon sehr männlich rüber, denke ich mal. Der hebt ja dann auch dann so, ja, also so bestimmte Transienten und so. Also das ist so eine männliche Domäne, finde ich so. Aber er, der Passaro EQ, der ist großartig. Und eins habe ich noch, und zwar hinter mir so ein ganz winziges Teil hier, diese Master Volume sozusagen mit Special Funktionen von SPL. Ich hatte vorher ein Produkt von einer Konkurrenzfirma, kann man ja da bestimmt sagen. Da geht es auch nicht um die ist besser oder die ist schlechter, aber wirklich, also jetzt ohne ums Maul schmieren. Über dieses Ding, ja, hörst du ja nun mal die ganze Summe an. Also was du hier aufnimmst und was du produzierst, kommt ja hier in dem Raum, im Studio, über die Boxen wieder zurück. Aber es muss ja durch ein Master-Volume in diesem Fall. Und dieses Teil hat plötzlich so ein bisschen so, ich habe es A-B verglichen mit dem anderen Master-Volume. Ja? Und da geht ein bisschen so die Sonne auf. Also man hört irgendwie, man hört viel mehr Details. Also es ist ja schon wichtig, was man hier hört. Nur so kann man dann auch entscheiden, Mensch, habe ich jetzt mein Mix zu höhenlastig gemacht, habe ich da jetzt irgendwie, kommt die Gitarre gut raus, was weiß ich. Also diese kleine, aber feine Kiste hat es für mich, für meine Zwecke hier schon irgendwie gebracht. Das war eine gute Wahl, hier mal zu wechseln. Die notte vivo di più quando Berlino dorme ancora sono sempre qui. Galuase caffè mi illuda ancora di capire un po' di me, non so perché, è l'alba già e sono ancora qua,
a pensare a te. A pensare a te. A pensare a te. A pensare a te. La gente stanca dentro al primo metro va a lavorare già e mi chiedo tu ora che lavoro fai, tu no che non ti stanchi mai e sei come me. Come questa città che ha perso un po' di sé, però rimango qua a pensare a te. A pensare a te. A pensare a te.